Ganz egal, ob du ein Gespräch für eine schwierige Situation üben möchtest, einen Sparringspartner für eine neue Idee benötigst oder sogar eine Meditationsübung. Mit dem neuen und erweiterten Sprachmodus von ChatGPT ist das ganz einfach in einem natürlichen Gespräch möglich. Ich zeige dir heute an 6 Beispielen aus deinem Alltag, wie genau das funktioniert. Ich bin Kathi und zeige dir, wie einfach die Welt der künstlichen Intelligenz ist, in ganz einfachen Worten und mit Beispielen aus deinem normalen Alltag. Ich habe es in meinen vergangenen Videos ja schon immer wieder erwähnt. Für mich ist der erweiterte Sprachmodus von ChatGPT aus meinem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und deshalb möchte ich ihm heute einmal einen ganzen Film widmen und dir genau zeigen, wie ich ihn benutze und auch zu welchen Themen ich ihn benutze. Was ist der erweiterte Audiomodus und wie benutze ich ihn? Tutoring, Lernen mit ChatGPT, Gesprächssimulation, schwierige Gespräche vorher üben, Sparringspartner, Feedback und Diskussion zu deinen Ideen, Meditation und Entspannung, Trainer, ChatGPT als Stimmtrainer oder auch Motivator für Sport und Gesundheit, Coaching, persönliche Weiterentwicklung durch interaktive Gespräche und zum Schluss gebe ich dir wie immer Tipps, dass du das Beste aus diesen Gesprächen für dich herausholen kannst. Was ist dieser erweiterte Audiomodus denn nun? Nun ja, du kannst mit ChatGPT in Echtzeit sprechen, fast wie mit einem normalen Menschen. Er erkennt Zwischentöne und Pausen, du kannst ihn unterbrechen, dieses Thema wechseln, alles, was du im normalen Gespräch auch machen würdest. Aber gucken wir uns das doch einfach mal live an, damit du eine Vorstellung davon bekommst. Du startest den erweiterten Audiomodus, indem du auf deinem PC, Smartphone oder Tablet in dem Eingabefeld für deine Fragen einfach ganz rechts auf das Symbol für den Audiomodus klickst. Hallo! Hello there. How's it going? Können wir das auf Deutsch machen? Natürlich. Wir können gerne auf Deutsch weitermachen. Wie kann ich dir helfen? Erklär mir doch mal deinen erweiterten Audiomodus. Im erweiterten Audiomodus kannst du mit mir sprechen, als würdest du mit einer echten Person reden. Ich höre zu und antworte direkt. Du kannst Fragen stellen, dich Wie wird eigentlich unterhalten das Wetter oder heute in informieren. Berlin? Heute bleibt es in Berlin den ganzen Tag über bewölkt, mit Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad Ah, Celsius. da fällt mir gerade In noch der ein. Nacht? Sag mal, was kann ich denn eigentlich aus Paprika, Eiern und Mehl so kochen? Mit Paprika, Eiern und Mehl könntest du zum Beispiel einen herzhaften Pfannkuchen oder Omelett machen. Du kannst die Paprika klein schneiden, die Eier verquirlen Jetzt habe ich es mit nicht etwas. ganz verstanden. Kannst du mir den erweiterten Audiomodus nochmal erklären, aber vielleicht auf Bayerisch? Freilich, im erweiterten Audiomodus kann man mit mir reden, wie er mal mit einem Mensch redet. Ich höre zu und antworte direkt. Das ist fast wie eine ganz normale Unterhaltung. Ich glaube, diese kleine Einführung hat es ganz gut gezeigt, wie schnell und wie flexibel diese KIs heutzutage sind. Ich finde das unglaublich, weil das hat ja nichts mehr mit einer Anweisung an Siri oder Alexa zu tun, sondern das sind ja ganz normale Gesprächssituationen und Reaktionen vor allen Dingen auch. Und da ich jedes beliebige Thema so bearbeiten kann, ist es für mich im Alltag ein totaler Allrounder geworden, der überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. Aber steigen wir ein und schauen uns gleich das erste Thema einmal an. Wie lerne ich mit dem Audiomodus und ChatGPT? Erkläre mir doch bitte mal Prozentrechnung, so dass ich sie verstehe. Das ist gar nicht so schwer. Wenn du zum Beispiel wissen willst, wie viel 20% von 50 sind, rechnest du 20 geteilt durch 100 und das Ergebnis mal 50. Das sind dann 10. Das Prinzip ist immer das gleiche. Prozentsatz durch 100 mal Grundwert. Ganz einfach, oder? Gibt es noch eine andere Erklärung oder ist es die einzige? Klar, hier ist eine andere Erklärung. Stell dir vor, Prozente sind einfach Teile von 100. Wenn du zum Beispiel 20% von etwas möchtest, teilst du den Gesamtwert in 100 Teile und nimmst dann 20 davon. Also 20% von 50 heißt, du teilst 50 in 100 Teile und nimmst 20 davon, das ergibt 10. Es ist wie ein Kuchen, den du in 100 Stücke schneidest und dir dann 20 Stück nimmst. Verständlicher? Und so kannst du dir jedes Thema erklären lassen, was dich interessiert. Sei es die Börsen- und Finanzwelt, sei es die Wetterforschung, sei es ein neues technisches Gerät. Egal was es ist, deine Ideen und deine Fragen sind an dieser Stelle überhaupt keine Grenzen gesetzt. Schauen wir uns mal die nächste Anwendung an, nämlich die Gesprächssimulation.
Du hast ein schwieriges Gespräch vor dir mit einem Kollegen oder deinem Chef. Du möchtest ein Auto kaufen und bist dir unsicher, wie man verhandelt. Oder aber auch, du möchtest eine neue Sprache lernen und willst das Sprechen trainieren. Simuliere doch mit mir mal ein Gespräch. Ich würde gerne ein Auto kaufen und bin so unsicher im Verhandeln. Und genau, das würde ich gerne mit dir jetzt einmal mal trainieren, indem du der Autoverkäufer bist und ich komme und ja, mit dir um ein Auto feilsche. Klar, das klingt nach einer guten Übung. Stell dir vor, du kommst auf den Hof und siehst ein Auto, das dir gefällt. Wie möchtest du das Gespräch beginnen? Boah, ich glaube, ich würde jetzt zu dem Verkäufer gehen und sagen, übrigens, ich interessiere mich für das kleine blaue Auto da hinten. Das klingt super. Der Verkäufer könnte dann antworten, das ist ein tolles Modell. Was gefällt Ihnen besonders daran? Was würdest du da noch sagen? Oh, ich habe im Fenster, in dem Zettelchen gelesen, dass er eine super gute Ausstattung hat. Allerdings steht kein Preis da. Was kostet er denn? Der Verkäufer könnte dann sagen, die Ausstattung ist wirklich hervorragend. Der Preis liegt bei 15.000 Euro. Wäre das für Sie in Ordnung? Wie würdest du darauf reagieren? Oh, 15.000 sind mir ein bisschen viel. Geht da noch was runter? Das ist eine gute Verhandlungsstrategie. Der Verkäufer könnte darauf antworten, ich verstehe. Wie viel wären Sie denn bereit zu zahlen? Was würdest du darauf erwidern? Was ist denn Ihr letztes Angebot? Das setzt den Verkäufer unter Druck. Er könnte antworten, ich kann Ihnen das Auto für 14.000 Euro anbieten. Wie würdest du darauf reagieren? 14 ist mir auch noch ein bisschen viel, weil ich war gerade bei Ihrem Nachbar hier nebenan auf dem Hof und der hat im Prinzip ein ähnliches Auto zu stehen und das kostet 12. Das ist ein geschickter Schachzug. Der Verkäufer könnte sagen, ich verstehe. Wie wäre das mit 13.500 Euro? Was würdest du darauf sagen? Naja, ist immer noch mehr als 12, oder? Das stimmt. Vielleicht könntest du versuchen zu sagen, könnten wir uns vielleicht bei 13.000 treffen? Wie klingt das für dich? Wenn du dieses Gespräch nicht so führen willst, dass dir die KI immer sagt, der Verkäufer würde jetzt so oder so reagieren, sondern das direkte Gespräch haben willst, dann sag ihm das einfach in deiner Anweisung zum Anfang und gib der KI eine Rolle. Sage also, spiele den Verkäufer in dem folgenden Gespräch, ich will das und das mit dir machen, dann übernimmt er auch genau diese Rolle. Und so kannst du jegliche Themen trainieren und simulieren. Ist es ein schwieriges Kundenservice-Thema? Wie gesagt, ist es der Kollege? Was auch immer. Du bist dann auf jeden Fall super trainiert und vorbereitet. Im nächsten Thema, dem Sparringspartner, schauen wir uns an, was passiert, wenn du eine gute Idee hast, aber unsicher bist und ja, das gerne hinterfragt haben würdest, um deine Idee weiterzuentwickeln und sicherer zu werden. Diene mir doch mal als Sparringspartner heute. Ich habe eine Idee in meinem Kopf, die sich so nach und nach verfestigt. Ich würde gerne eine längere Auszeit nehmen, bin mir aber unsicher, was das jetzt für meine berufliche Karriere und auch für mein Privatleben bedeutet. Stell mir doch mal ein paar kritische Fragen, um die Idee so weiterzuentwickeln. Klar, gerne. Was erhoffst du dir von der Auszeit? Und welche Bedenken hast du bezüglich deiner Karriere und deines Privatlebens? Also ich erhoffe mir erstmal, dass ich eine schöne Zeit habe und dass ich mir die Welt angucken kann und bin mir halt nicht sicher, was das bedeutet, wenn ich länger abwesend bin in meinem Beruf, in meinem Job zum Beispiel oder auch bei meiner Familie, was das für Auswirkungen hat. Ist mein Job denn noch da oder was kann ich da machen oder was macht es mit meiner Familie? Es klingt, als wären dir sowohl die berufliche Sicherheit als auch die familiäre Bindung wichtig. Gibt es vielleicht Möglichkeiten, deine Auszeit so zu gestalten, dass du in Kontakt mit deinem Job bleibst? Und wie könntest du deine Familie in diese Pläne einbeziehen, sodass sie sich unterstützt fühlen? Ja, das ist genau der Knoten, den ich in meinem Kopf so gerade habe. Hast du Ideen dazu? Vielleicht könntest du mit deinem Arbeitgeber über ein Sabbatical oder eine Teilzeitlösung sprechen, damit du eine Rückkehroption hast. Und vielleicht kannst du mit deiner Familie darüber sprechen, ob sie dich in Teilen begleiten möchten oder wie ihr in Kontakt bleibt. Was hältst du von der Idee? Du kannst also wunderbar diskutieren über deine Idee. Du musst nicht immer nur einfach auf die Fragen antworten, die er dir stellt, sondern lass dich unterstützen, frage zurück, lass dir Ideen geben. Es ist ein unheimlich mächtiges Instrument, um deine Gedanken in den Fluss zu kommen. Ich meine, vielleicht möchtest du dir ein neues Auto kaufen und bist ja unsicher, ob Verbrenner oder Elektro, dann ja, diskutier doch mit ihm einfach mal Pro und Contra.
Wenn du wissen möchtest, in welchen Bereichen deines Alltags dir ChatGPT dein Leben noch erleichtern kann, dann schau doch einfach mal unten in die Beschreibung. Da habe ich dir ein Dokument verlinkt, welches du kostenlos herunterladen kannst. In dem PDF findest du eine kleine und einfache Einführung in das Thema, sowie Beispiele aus 9 Bereichen deines Lebens mit jeweils 2 Themengebieten, die du einfach nur kopieren musst, damit du sie sofort anwenden kannst. Lade es also runter, probier es aus und erzähl mir gerne in den Kommentaren, wie du damit zurechtkommst und ob dir ein Thema fehlt. Wer kennt sie nicht, diese Tage, die so stressig und anstrengend sind, dass du zwischendurch einfach mal eine Ruhepause brauchst zum Durchatmen. Oder du hast ein Thema, was du mit nach Hause nimmst und sogar abends ins Bett und nicht einschlafen kannst. Dann ist die nächste Anwendung genau die richtige für dich, nämlich Meditation und Entspannung. Ich habe so einen Stress und ich bin gerade so angespannt. Kannst du mit mir bitte ganz kurz eine 5-minütige Atemübung machen, damit ich wieder runterkomme und weiter in den Tag starten kann? Natürlich, das machen wir. Setz dich bequem hin. Wir beginnen mit einer einfachen Übung. Atme tief durch die Nase ein, zähle dabei bis 4. Dann halte den Atem für 4 Sekunden. Atme langsam durch den Mund aus, wieder bis 4 zählen. Das wiederholen wir ein paar Mal. Bist du bereit? So kannst du dich mit einer sanften Stimme durch eine geführte Meditation führen lassen. Oder aber andere Techniken erfragen wie progressive Muskelentspannung oder Visualisierungen. Lass dir doch am Abend mal eine ruhige Geschichte zum Einschlafen erzählen oder führe ein achtsames Gespräch. Nutzen wir ChatGPT doch jetzt mal als Trainer. Du kannst dein Gedächtnis trainieren, indem du dir Konzentrationsaufgaben stellen lässt. Du kannst dir Sporttipps geben lassen und Sportanweisungen geben lassen, wie bestimmte Übungen ausgeführt werden müssen. Oder aber du kannst dich, deine Stimme und deine Rhetorik trainieren. Ich muss demnächst einen Vortrag halten und bitte dich, mit mir mal das freie Sprechen zu üben und zu trainieren. Gib mir doch mal ein paar kurze Sprachübungen, dass ich einfach lockerer und souveräner werde im freien Sprechen. Klar, das klingt an einer guten Idee. Eine einfache Übung ist, kurze Sätze zu nehmen und sie langsam und deutlich auszusprechen. Du könntest zum Beispiel einfache Alltagsgegenstände beschreiben. Oder wir könnten Zungenbrecher üben, die helfen, die Artikulation zu verbessern. Was hältst du davon? Finde ich super. Fangen wir doch mal mit den kurzen Sätzen an. Alles klar, hier ist eine einfache Übung. Versuche, diesen Satz laut und deutlich zu sagen. Die Sonne scheint hell am Himmel. Nimm dir Zeit und betone jedes Wort. Wenn du möchtest, kannst du den Satz dann variieren. Los geht's! Die Sonne scheint hell am Himmel. Super, das war schon mal richtig gut. Versuch es jetzt mal mit einem anderen Satz. Der schnelle Fuchs springt über den faulen Hund. Wiederhole ihn ruhig ein paar Mal, bis du dich sicher fühlst. Gibt es noch andere Übungen als die 2, die du mir vorgeschlagen hast? Ja klar, du könntest zum Beispiel eine kleine Geschichte oder ein kurzes Gedicht laut vorlesen und dabei auf Betonung und Pausen achten. Eine andere Übung ist das sogenannte Spontanerzählen, wo du einfach frei über ein Thema sprichst, das dir gerade einfällt. Das hilft, lockerer zu werden. Und so kannst du auch ganz spezielle Themen trainieren, die dir zum Beispiel wichtig sind. Vielleicht die Sprachmelodie oder deine Geschwindigkeit oder Lautstärke. Wenn du eher offen bist und es allgemein trainieren willst, dann lass dich ruhig führen und reagiere auf die Fragen, die sie stellt. Wenn dir andere Ideen in den Kopf kommen, hau dazwischen, bitte um andere Vorschläge. Du siehst, sie ist ganz individuell und stellt sich auf deine Bedürfnisse ein. Kommen wir zu einer weiteren, wie ich finde, ja, sehr spannenden Anwendungsmethode für die persönliche Weiterentwicklung oder auch ein kleines Coaching. Vielleicht brauchst du ja auch in bestimmten Gesprächssituationen einfach Techniken an die Hand, die dich ruhiger und souveräner agieren lassen. Oder du brauchst Hilfe bei realistischer Zielsetzung und Umsetzung deiner Pläne. Unterstütz mich doch heute mal im folgenden Thema so ein bisschen als Coach. Gib mir doch mal 3 Methoden, mit denen ich einfach lockerer und souveräner wirke in vor allem stressigen Situationen. Klar, gerne. Hier sind 3 Methoden. Erstens, bewusst atmen, tief ein- und ausatmen, um dich zu entspannen. Zweitens, positive Selbstgespräche führen, dir selbst Mut zusprechen. Und drittens, Körpersprache nutzen, aufrecht stehen, lächeln und Blickkontakt halten. Das hilft, souverän zu wirken. Wann wende ich denn sowas am besten an? Also ich bin jetzt in einer stressigen Situation und wann mache ich das dann? Das fällt ja auf, wenn ich plötzlich anfange, tief zu atmen oder mit mir selber Gespräche zu führen. Oder... Du kannst das unauffällig machen. Das tiefe Atmen geht zum Beispiel ganz diskret, indem du einfach ruhig und gleichmäßig atmest.
Positive Selbstgespräche kannst du innerlich führen, ohne dass es jemand mitbekommt. Und die Körpersprache kannst du ganz natürlich einfließen lassen. Es geht darum, dich innerlich zu beruhigen und dadurch auch nach außen ruhiger zu wirken. Je öfter und je länger du deine Themen mit dem Audiomodus besprichst, je leichter wird es dir fallen und je besser werden deine Gespräche werden, weil je mehr wirst du anfangen, wirklich zu interagieren und darauf einzugehen und dir die Dinge auch einzufordern, die dir ganz wichtig sind und vor allen Dingen, die dir weiterhelfen. Jetzt habe ich bei den einzelnen Beispielen ja schon immer ein paar Tipps einfließen lassen, möchte aber an dieser Stelle doch noch mal so ein bisschen kompakt dir ein paar Tipps mitgeben, damit du auch wirklich gute Gespräche führen kannst. Wenn du dir Begriffe erklären lassen möchtest, frage ruhig gezielt nach alternativen Erklärungen oder bitte auch um Beispiele. Willst du ChatGPT als richtigen Gesprächspartner in einer Gesprächssimulation haben, dann weise ihm eine Rolle zu. Bei der Diskussion um deine Ideen, frage ruhig mal nach einer Pro- oder Kontra-Analyse. Nutze den Audiomodus doch auch einmal für achtsame Gespräche im Bereich Meditation. Frage beim Thema Coaching gezielt nach den nächsten Schritten und übe so Schritt für Schritt, dich in einer bestimmten Situation souverän zu bewegen. Hast du den erweiterten Audiomodus schon probiert und wie kommst du mit ihm zurecht? Welche Anwendungsfälle sind denn deine liebsten? Und magst du ihn genauso wie ich oder sagst du eher, ist nichts für mich? Schreib mir deine Erfahrungen doch bitte gerne in die Kommentare, weil es interessiert mich extrem. Hat dir das Video gefallen, dann hinterlasse gerne ein Like und abonniere meinen Kanal mit Glocke, damit du keinen der nützlichen Tipps mehr verpasst, wie dir die KI das Leben erleichtern kann. Für heute sage ich Danke und Tschüss.